Ja, herzlich willkommen zum zweiten Lachmann und Trink Diginar. Heute zum Thema Webtechnologien, insbesondere auch mit Fokus auf Industrie bzw. industrielle Anwendungen. Mein Name ist Michael Stinn. Ich bin hier im Hause Lachmann und Trink als Consultant und Requirements Engineer tätig. Beschäftige mich primär mit Ihrer Anforderungsseite. Und als dezidierter Web-Experte ist mit an Bord der Dr. Martin Püker, der Und das das dann dann. umsetzt, was wir so Genau. an Anforderungen aufnehmen. Ja, wir werden ungefähr 45 Minuten Ihnen versuchen, diese Themen in einem Überblick näher zu bringen. Wenn Sie die Unterlagen haben möchten, haben Sie hier unsere Kontaktdaten. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Und dann schicken wir Ihnen dazu das passende Handout zu. Genauso auch diese Aufzeichnung, die wird nach kurzer Aufbereitung gerne zur Verfügung gestellt. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Lachmann und Trink ist, hier nur ganz kurz ein Überblick. Wir sind nicht mehr ganz neu am Markt, seit 1983 tätig, mittlerweile mit Hauptsitz in Freudenberg bei Siegen und den zweiten wachsenden Standort in Dortmund in Uninähe. Mittlerweile über 120 Mitarbeiter, also so ganz grob alle 10 Jahre konstant vergrößert, verdoppelt, organisch gewachsen. Beschäftigen uns ausschließlich mit individueller Entwicklung im Bereich Hardware und Software für Industriekunden, also insbesondere produzierendes Gewerbe und Anlagenmaschinenbau und machen dort auch insbesondere im Softwareentwicklungsbereich unser Hauptgeschäft. Die Metapher unseres Marketings ist da sicherlich ganz treffend vom Fragezeichen zur Glühbirne. Also wir steigen aufgrund unserer Erfahrung sehr gerne frühzeitig ein, kommen sehr gerne auch frühzeitig ins Gespräch bei der Problemlösung, bei der Ideengenerierung, um dann das klassische Entwicklungsgeschäft zu machen über Entwurf, Realisierung und Test. Wir arbeiten sehr gerne auch durchaus mit einem regionalen Bezug langfristig mit unseren Kunden zusammen. Wie kommen wir jetzt zu dem Thema Web und Webtechnologien in der Industrie? Webtechnologien als solches sind ja erstmal nicht neu. Nur in der Industrie finden sie jetzt zunehmende Anwendung, als es noch vor 5 Jahren der Fall war. Viele haben so ein bisschen diese karikaturhafte Situation, wie sie hier von unserem Kollegen Dilbert mal dargestellt ist. Irgendjemand, das kann ein Geschäftsführer sein, das kann ein Kunde sein, das kann ein Kollege sein, definiert eine global galaktische Anforderung. Es soll webmäßiger werden, aber wenn es geht, nicht zu webmäßig und dann natürlich die ganz klassische Frage, was kostet das, wie lange dauert das? Und dann stehen wir erstmal da. Und das ist tatsächlich etwas, was wir gerade auch im Feld feststellen. Was wir sehr häufig hören, ist, der Kunde will eine App, braucht eine App. Die Geschäftsführung will von überall auf unsere Zahlen, Daten, Fakten schauen, auf die Fertigung schauen. Die Software muss ohne Installation nutzbar sein. Das Ganze soll möglichst plattformunabhängig sein, um sich da auch langfristig nichts zu verbauen. Wir brauchen irgendwie was Modernes, was Webfähiges, weil das irgendwie gefühlt alle so machen. Und die Anwendungsfälle, die sich da aneinander reihen, sind auch sehr vielfältig. Hier sind nur exemplarisch ein paar genannt. Da geht es um Bedienung von Geräten über mögliche Apps oder über Web-Applikationen, Monitoring, Diagnose von Installationen jedweder Art, Service Management, Maschinenverwaltung und viele ähnliche Dinge. Und mit diesem Setup beginnt dann die Suche. Und da kommt man relativ zügig auf eine schier unendliche Menge an technologischen Buzzwords, an Abkürzungen und Auflistungen, was man da so alles treiben kann. Hier sind jetzt nur mal ein paar benannt, die ganz gut hier hinpassten, die wir auch häufig hören. Und das ist halt eine riesige Auswahl. Man versucht ja dann schon auch eine Lösung zu finden, die langfristig auch stabil ist, mit der ich auch nächste Woche noch Support bekomme und ähnliches. Und da wird es dann halt interessant. Das ist dann auch genau die Fragestellung, die wir heute
vor der Brust haben, weil wir möchten gerne einen Überblick geben über Vor- und Nachteile der gängigsten Web-Technologien. Gängigste verstehen wir einfach die, mit denen wir aktuell am häufigsten Berührungspunkte haben. Und das Ganze im industriellen Kontext, weil das auch unsere Zielgruppe ist, in Kombination mit welchem Anwendungszweck eignet sich vielleicht die eine und für welchen die andere Technologie. Das ist auch die Überleitung zum Kollegen Püker. Der Martin ist jetzt, glaube ich, ein Jahr oder so bei uns und kennt sich da im Bereich Web und AR sehr gut aus und wird deswegen hier den besten Beitrag zu dem Thema liefern können. Alles klar, vielen Dank. Ich fordere mal die Steuerung an. Kontrolle übernehmen. Und ich gucke mal, ob ich weiterblättern kann. Ja, das sieht gut aus. Ja, schönen guten Tag auch nochmal von meiner Seite. Wie schon erwähnt, ist mein Name Martin Püker. Ich bin Projektleiter bei Lach und Trink seit September letzten Jahres. Habe aber auch schon davor in zahlreichen Webprojekten gearbeitet, war hier für den Bereich UI verantwortlich, bin aber auch im Bereich Backend erfahren, da insbesondere aus den Themen Docker, Kubernetes und Deployment in der Cloud angeht. Ja, wenn man über Vor- und Nachteile von Webtechnologien spricht, dann sollte man vielleicht erstmal für sich klar bekommen, warum will man überhaupt eine Webanwendung entwickeln. Ich möchte jetzt zwei Punkte hervorheben. Es hat immer dann Sinn, an einer Webanwendung zu denken, wenn es aus technischen oder auch personellen Gründen Sinn macht, die Business-Logik und oder die Daten zentral zu halten, zu warten, zu aktualisieren. Also wenn man nicht möchte, dass man bei potenziell vielen Nutzern an die Clients, an die Rechner ran muss, um diese zu updaten, sondern das alles an der Stelle zentral haben möchte. Und die Infrastruktur der meisten Unternehmen, mit denen wir so zu arbeiten, mit denen wir zusammenarbeiten, bringt das häufig schon mit sich, dass es Sinn macht, in einem Serverraum sozusagen Hand anzulegen und von dort aus alles zu steuern. Ein anderer Punkt, den wir erleben, ist, dass die Webanwendungen, die wir entwickeln, typischerweise etwas mit Ressourcenmanagement oder mit Auftragsmanagement zu tun haben. Das sind Anwendungsfälle, bei denen es notwendig ist, mit verschiedenen unternehmensinternen Schnittstellen zu kommunizieren. Das kann vom ERP-System bis runter zur Feldebene gehen. Und auch hier macht es natürlich Sinn, wenn es nicht jeder Benutzerrechner ist, der mit allen Schnittstellen gleichzeitig kommuniziert, sondern wenn ich an einer zentralen Stelle einen Server habe, der die Kommunikation mit den Schnittstellen übernimmt und nicht dem Benutzer nur noch eine bestimmte Sichtweise auf die Sachlage gebe. Im Folgenden möchte ich zwei Aspekte von Webtechnologien genauer erläutern. Zum einen, wie bekomme ich überhaupt Inhalte in den Browser, also zum Benutzer am Rechner hin? Und der andere Aspekt ist die Deployment-Frage. Was bedeutet das für meine interne Struktur, wie ich Dinge aufsetzen muss und welche Aufgabenstellung ich hier habe, um das möglich zu machen? Ja, im Grunde genommen gibt es zwei Kontraste, zwei Arten, wie man Inhalte zu einem Webbrowser bringt. Das ist zum einen das Server-Side-Rendering. Das ist im Grunde genommen so, wie das Internet seit 30 Jahren heute noch funktioniert, nämlich nach einer Anfrage vom Benutzer sucht der Server Daten raus, legt sie in ein fertiges HTML-Template, kombiniert diese beiden Sachen und schickt dann sozusagen Form und Inhalt fertig gerendert zum Client raus und es wird auf der Browserseite sozusagen noch zur Anzeige gebracht. Dazu im Kontrast gibt es das Client-Side-Rendering. Hier ist es so, dass erstmal Programmcode vom Server zum Client geschickt wird und dieser Programmcode beinhaltet ein generisches Framework und clientseitige Business-Logik. Und dann ist es der Webbrowser, der dann selektiv, je nachdem, was der Nutzer macht, Daten anfragt. Der zweite Weg, der klingt ein bisschen komplizierter und ist es auch, hat aber sich in den letzten Jahren, ja, ich möchte fast sagen, durchgesetzt, weil er Anwendungsszenarien und Use Cases erlaubt, die mit klassischem Server-Side-Rendering so ohne weiteres nicht möglich sind. Dazu werde ich im Folgenden auch noch näher eingehen. Dennoch ist es so, dass beide
grundlegenden Ansätze ihre Berechtigung haben und auch das Server-Side-Rendering, auch wenn es sozusagen das vergleichsweise ältere ist, sich immer noch lohnen kann für einige Szenarien. Also typischerweise ist es so, wenn Sie eher Datenmengen anzeigen und die Erwartungshaltung haben, dass der User nur sehr selektiv einzelne Links anklickt, einzelne Events raussendet, aufgrund dessen dann was passieren soll, dass dann Server-Side-Rendering immer noch Sinn machen kann. Klassisches Beispiel Amazon bei eBay Kleinanzeigen. Hier ist es so, wenn Sie auf Seite 2 oder 3 in der Katalogansicht blättern, dann wird ein Großteil der Seite immer noch komplett neu geladen, sowohl die Kategorien Links als auch die Produktansicht. Also hier schickt der Amazon-Server immer noch vor dem Inhalt zu einem sehr großen Teil fertig gerendert zum Benutzer. Wenn es so ist, dass mit Daten eher gearbeitet werden soll, also Detailansichten von Daten abgerufen werden sollen, neue Daten erstellt, gelöscht, manipuliert werden soll, wenn man da relativ Interaktion hat, dann macht es sicherlich Sinn, Client-Side-Rendering zu benutzen, weil man hier eher möchte, dass selektiv sehr geringe Daten ausgetauscht werden, aber nicht jedes Mal die komplette Seite neu gerendert wird. Ein anderer Use Case, wo man genau das möchte, das ist zum Beispiel, wenn man ein Produkt konfiguriert und mit Parameterwerten, Schiebereglern das Produkt genau einstellen möchte, dann möchte man nicht bei jeder Werteveränderung, dass die Seite komplett frisch neu lädt, sondern man möchte das Ergebnis sofort sehen und vielleicht kommt dann nur noch die Volumen- oder die Preisberechnung als einzelne Zahl sozusagen vom Server. Aber hier kann man sich eine Menge Datenaustausch sparen, wenn es der Client ist, der selektiv auswählen kann, welche Daten er vom Server auch benötigt. Server-Side-Rendering ist insofern auch interessant, als dass eigentlich alle Programmiersprachen in ihrer Form ein Framework oder Libraries bereitstellen, mit denen sich relativ direkt ein Server aufsetzen lässt. Und man muss dann sozusagen nur noch HTML und CSS können, um dann Inhalte, die man aufgrund von Datenbanken oder von Messwerten generiert, in ein Template zu schicken, um es dann zum Client zu senden. In der C-Sharp-Welt ist das die ASP.NET-Familie. Bei Java sind Spring, Whitefly sehr bekannt. In der Python-Welt wird für Enterprise-Projekte Django verwendet, für eher kleine Sachen Flask. Ansonsten ist PHP natürlich eine große Programmiersprache und seit ein paar Jahren auch Node.js, was es erlaubt, JavaScript auf Betriebssystemebene auszuführen und damit auch den Backend-Server in JavaScript zu programmieren, der dann das Frontend ausliefert. Ja, und hierin zeigt sich einer der wesentlichen Vorteile von Server-Rendering. In der Regel ist die Einarbeitungszeit relativ gering, weil man mit dem Technologie-Stack, den man ohnehin schon hat, direkt weitermachen kann. Es ist alles bekannt und man kommt dadurch vergleichsweise zu schnellen Ergebnissen. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man jetzt wirklich Richtung Web-Deployment denkt und Internet, dass fertig gerenderte Webseiten, die so direkt fertig abgerufen werden können, auch leichter von Suchmaschinen durchsuchbar sind. Nachteil ist, wie ich schon angedeutet habe, wenn man einen Use Case hat, wo man eigentlich nur selektiv vergleichsweise kleine Mengen Daten nachladen möchte, dann wird ein vergleichsweise hoher Datenoverhead erzeugt, weil mit den Inhalten auch immer die Form sozusagen gleich mitgeschickt werden muss. Das führt zu mehr Performance-Last im Backend und zu einer User Experience, die eigentlich nicht mehr so ganz dem entspricht, was man heute gewohnt ist. Häufig nimmt man das dadurch wahr, dass die ganze Browserseite weiß wird und dann sozusagen das ganze Layout wieder nachkommt. Und um genau das zu vermeiden und um Webanwendungen mehr in die Richtung zu bekommen, dass sie sich anfühlen wie vollwertige Rich Client Applications, wurden Client-Side-Frameworks entwickelt und Client-Side-Rendering eingeführt. Ja, und damit betreten wir im Prinzip diese große Welt an JavaScript-Frameworks, von denen ich ein paar vorstellen möchte. Also nochmal kurze Erinnerung. Beim Client-Side-Rendering ist die Denkweise, ich schicke einmal ein bisschen generische Programmlogik zum Browser, dann meine eigene Programmlogik und dann ist es der Browser, der sagt, welche Daten er vom Server benötigt. Und dadurch, dass durch diese Frameworks
der Webbrowser relativ schnell und sehr weich sozusagen aktualisiert werden kann, habe ich eine sehr natürliche Nutzererfahrung, die an normale Anwendungen herankommt. Es gibt sehr viele Frameworks, die genau dieses Ziel unterstützen. Ich habe mich dazu entschieden, hier vier vorzustellen, nämlich Angular, React, Vue und Aurelia. Angular und React, weil das sicherlich die größten und bekanntesten Frameworks sind. Vue, weil es ein enormes Momentum sozusagen gerade für Vue gibt. Vue erfreut sich gerade steigender Popularität. Und Aurelia, weil es ein schlankerer Entwurf zu Angular ist, der viele Dinge, so jedenfalls die Meinung vieler Entwickler, besser macht, aber noch wirklich ein sehr, sehr kleines Newcomer-Framework ist. Ja, fangen wir mal mit Angular an. Das ist im Prinzip das älteste Framework das erste, was rausgekommen ist. Es wird von Google entwickelt und ist ein Framework, was wirklich alles an Komponenten mit sich bringt, die man für eine Webanwendung braucht. Das heißt, ich habe hier nicht nur so eine Art Modell, Controller, View, Binding-Geschichte, sondern ich habe auch direkt bestimmte Vorgaben, wie ich eine REST-Schnittstelle ansteuern kann, wie ich Datenmodelle repräsentiere und wie ich das alles so fertig ins Frontend, also an die View bekomme. Es hat eine sehr große Community und vieles an Zusatzkomponenten existieren, um zum Beispiel Charts anzuzeigen, um bestimmte Dialoge möglich zu machen, die direkt die Angular-Syntax an der Stelle unterstützen. Wenn man Angular nutzt, dann muss man sich auf TypeScript einstellen. TypeScript ist eine Untervariante von JavaScript, die Typisierung mit sich bringt. Das erlaubt es insbesondere bei großen Projekten, Fehlern schon zur Entwicklungszeit festzustellen, weil man einfach hier durch die statischen Code-Analysen-Möglichkeiten bereits Dinge feststellen kann, die im klassischen JavaScript erst zur Laufzeit auffallen würden. Aber man muss eben sich damit abfinden, es ist TypeScript. Vieles aus anderen JavaScript-Libraries ist JavaScript. Eventuell wechselt man also immer hier und da zwischen zwei Welten. Wer aber erstmal TypeScript gewohnt ist, als Entwickler schwört in der Regel auf TypeScript, weil es durchaus seinen Vorteil hat, daran zu entwickeln, um eben bestimmte typische Fehler in der Entwicklung vermeiden zu können. Ich habe mal hier den Link für die Referenzen von Angular mit reingepackt, Made with Angular. Hier kann man sich eine riesige Liste an Seiten anschauen, die mit Angular entwickelt worden sind. Beispielsweise habe ich das Thema UPS, AT&T und Microsoft Home mit reingenommen. Aber wir können erstmal hier festhalten, Angular ist ein großes Framework, das in sehr vielen großen Unternehmen auch genutzt wird. Als Gegenentwurf zu Angular gibt es React, was von Facebook entwickelt worden ist, womit sich, wie man in Referenzen sieht, eben auch große Webseiten erzeugen lassen. Aber der Ansatz hier ist ein ganz anderer. Es ist ein Framework, das erstmal sehr klein und schmalspurig daherkommt und die Verantwortung oder die Beantwortung verschiedener Implementierungsfragen erstmal dem Entwickler überlässt. Das hat zur Folge, dass sich React ziemlich schnell verstehen und anwenden lässt. Wenn Sie auf die React.js-Seite gehen, dann sehen Sie direkt auf der allerersten Seite vier Beispiele, die, wenn man so ein bisschen Ahnung von JavaScript hat, einem sofort das Gefühl geben, man hat verstanden, wie React funktioniert. Dadurch ist es sehr, sehr beliebt und sehr, sehr interessant für Entwickler, weil sie das Gefühl haben, sofort loslegen zu können. Man muss eigentlich im Hinterkopf behalten, dass für Standardaufgaben, wie eben das Ansteuern von Schnittstellen, das Modellieren von Daten, dann Zusatzkomponenten erforderlich sind, oder man dann typischerweise Zusatzkomponenten nutzen möchte, die es nicht standardmäßig im React-Framework gibt. Das heißt, da ist sicherlich eine Art von Lernaufwand versteckt, der darauf beruht, dass man Community-Komponenten nutzt und die nicht unbedingt immer dem Dokumentationsstandard und dem Qualitätsstandard von React selber entsprechen. Dennoch, wenn man den Statistiken glauben kann, dann ist React das mit Abstand populärste Framework derzeit. Und es hat sicherlich etwas damit zu tun, dass die Einstiegshürde in dieses Framework enorm gering ist. Ja, wie schon anfangs erwähnt, ist Vue zwar auf der einen Seite noch ein vergleichsweise kleines Framework, aber eins, was an Popularität gerade enorm
gewinnt. Es ist von einem Ex-Google-Entwickler ins Leben gerufen worden, der das ursprünglich so als Hobby-Open-Source-Projekt online gestellt hatte. Und im Rahmen dieses GitHub-Projekts hat es aber dann sozusagen schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Und als dann ein großes PHP-Framework namens Laravel offiziell anfing, Vue zu unterstützen, schoss das Ding im Prinzip durch die Decke. Und mittlerweile ist es so, dass eben Vue und eine Gruppe anderer Entwickler komplett davon leben können, für Vue zu entwickeln. Der Ansatz hier ist, dass es bestimmte Aspekte, die in AngularJS, der ersten Angular-Version, implementiert worden sind, dass die gezielt aufgreift und weiterverfolgt. Aber vieles andere, was Angular als subjektiv gesehen ein Overhead mit sich bringt, eben nicht verwendet. Auch hier ist die Einstiegshürde extrem gering. Aber auch hier ist es so, dass vieles von den Standard-Implementierungsanforderungen in der Verantwortung vom Entwickler liegen, dafür Lösungen zu finden. Da gibt es also auch hier nicht sehr viel an Zusatzkomponenten, um bestimmte Probleme zu lösen. Wie gesagt, auch hier ist der Effekt wieder, dass man relativ leicht einsteigen kann, aber eben auch viel Verantwortung bei den Entwicklern selber eben nicht. Bekannte Seiten, die mit Vue entwickelt worden sind, sind GitLab und Alibaba, aber da merkt man schon, es ist noch nicht so bekannt wie React oder Angular. Ja, und während Vue im Prinzip nur das Rudimentärste an Tooling hat, um die Daten automatisiert mit der Ansicht, mit der Vue zu binden, ist es bei Aurelia so, dass es ähnlich wie Angular vollumfänglich dahin kommt. Also auch hier habe ich schon bestimmte Vorgaben, wie ich bestimmte Schnittstellen ansteuern kann, wie ich das Thema Authentifizierung handhabe. Es kommt aber wesentlich schlanker daher und deshalb eine interessante Alternative zu Angular. Es ist im Übrigen von einem Microsoft-Mitarbeiter entwickelt worden, der in der JavaScript-Welt auch relativ bekannt ist und dadurch hat Aurelia auch von Beginn an eine gewisse Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit erhalten. Es ist eigentlich noch vergleichsweise klein, hat vielleicht auch den Nachteil, dass viele Unternehmen sich quasi schon festgelegt haben, auch Frameworks, die es davor gab, sodass es Aurelia schwerfällt, hier Momentum zu generieren und an Popularität weiter zuzugewinnen. Aber die es nutzen, sind sich einig, dass es eigentlich eine sehr gute Alternative auch zu Angular ist. Und zeitlich gesehen ist es so, dass sowohl Vue als auch Aurelia nach Angular und React kamen und deshalb aus den Erfahrungen, die React und Angular mit sich gebracht haben, bereits profitierten, diese weiterentwickeln. Deswegen ist es interessant, diese Framework zu kennen und möglicherweise auch diese einzusetzen. Ja, ich habe also so richtig bekannte Referenzen gibt es nicht. Ich habe hier Texas Gas Service und RB Digital und kommen gefunden, aber etwas, was so richtig bekannt ist, ist für Aurelia noch nicht existent. In dieser Zusammenstellung sieht man nochmal bestimmte Eigenschaften verglichen über diese vier Frameworks. Hier fällt zum Beispiel unter anderem auf, dass Angular, React und Vue auch guten Support haben für die Entwicklung von Mobile Apps, basierend auf deren jeweiligen Sprachkonstruktionen. Das ist bei Aurelia, zumindest über Aurelia selber direkt noch nicht der Fall. Es gibt natürlich Frameworks, mit denen man jede beliebige Form von JavaScript irgendwie auf Web, auf Mobile bekommen kann. Aber es gibt noch keinen richtigen nativen Aurelia-Support. Was den Support, den Backend-Support angeht, so ist es auch so, dass Angular und React von sehr vielen Frameworks, sowohl im C-Sharp, als auch im Java, als auch im Python-Umfeld, unterstützt werden. Das nimmt bei Vue schon ab und bei Aurelia ist es noch weniger. Also auch das ist sicherlich nochmal interessant zu wissen, gerade wenn es darum geht, den gesamten Technologie-Stack aufzusetzen. Angular ist sicherlich von Grund auf dafür designt worden, Enterprise-Level-Applikationen zu entwickeln. Mit Enterprise meine ich hier vor allen Dingen Anwendungen, die von einem größeren Entwicklerteam entwickelt werden, während das natürlich mit allen anderen Frameworks auch möglich ist, aber eben hier mehr Freiheiten innerhalb des Entwicklerteams da sind, das zu gestalten, weshalb es dann sehr auf die Expertise der einzelnen Entwickler oder der technisch Verantwortlichen ankommt, das entsprechend dann umzusetzen.
Ja, die Größe der Frameworks hat auch einen Einfluss darauf, wie lange es dauert, die Daten zum Client zu schaffen. In DSL-Zeiten ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so relevant, aber je nachdem, in welchen Kontexten Seiten ausgeliefert werden, kann das dann schon spürbar werden, ob ich hier ein großes Framework reinlade oder ein anderes. Es gibt eine Seite namens State of JS, die jedes Jahr die Community verschiedene Fragen beantworten lässt, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie populär einzelne Frameworks sind. Aurela ist hier noch nicht aufgetreten, aber ich fand es trotzdem ganz interessant zu sehen, bei der Frage, haben Sie, kennen Sie das Framework, würden Sie es wiederverwenden, wenn Sie es schon verwendet haben, wie ich einzelne Leute geantwortet haben. Hier fällt zum Beispiel insbesondere auf bei React dieser dunkelrote Balken, der bedeutet, ich habe es verwendet und würde es wieder tun. Das ist bei React 71,7%. Bei Vue ist es schon ein bisschen weniger und bei Angular ist das hier nur bei 21%. Wohingegen der hellrote Balken bedeutet, ich habe es verwendet und würde es nie wieder tun, was bei Angular größer ist als bei React. Ich fand es interessant, weil das im Gespräch und in meinen eigenen Projekten auch meine Erfahrung war, was Entwickler bei den jeweiligen Frameworks denken. Ich habe allerdings ein paar Projekte gemacht mit Angular, wo ich schon sagen muss, Angular ist schon dafür ausgelegt und gut geeignet, um Projekte zu stemmen, bei denen ich wirklich viele Entwickler habe, die im Frontend-Bereich arbeiten. Möglicherweise auch viele Teams, die vielleicht über verschiedene Länder verteilt sind. Hier gibt einfach Angular sehr viel an Struktur vor, um das parallele Arbeiten an verschiedenen Komponenten und Schnittstellen möglich zu machen. Natürlich erfordert es aber hier jemand, der technisch versiert und für ein großes Team verantwortlich ist, um das alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Natürlich kann da auch eine Menge schief gehen, aber aus der Warte, aus der Perspektive heraus, ist natürlich auch verständlich, dass bestimmte andere Frameworks viel einfacher wirken. Auf der anderen Seite, ja, man kann natürlich auch mit React sehr große Anwendungen stemmen und ich denke aber auch hier ist es dann eher so, dass die Eigenverantwortung, wie man es genau technisch umsetzt, dann noch viel stärker bei einzelnen Entscheidern liegt, während Angular hier an Strukturen eben mehr vorgibt. Aber es ist eben eine große Einstiegshürde und es wirkt am Anfang ein bisschen bürokratischer und von daher ist es schon für mich nachvollziehbar, warum einige sagen, oh, Angular ist mir irgendwie zu heavy, ich möchte was Schlankeres an der Stelle haben. Gut, ja, wenn man sich für ein Client-Framework entscheidet und diese Strategie sozusagen fährt, also ich schaffe Logik zum Browser rüber und der macht dann ganz viel, dann muss man sich auch mal mit der Frage beschäftigen, wie kommt eigentlich dieses Framework und diese Business-Logik zum Client? Hier gibt es im Prinzip zwei Strategien, nämlich man nutzt den eigenen Technologie-Stack, den eigenen Server, legt da eine fertig kompilierte Browser-Anwendung rein und die wird dann ausgeliefert. Ich sage mal, das ist der Weg, der eigentlich für die meisten sehr gut funktioniert. Der hat zur Konsequenz, dass man als Entwickler sich in eine Umgebung schaffen muss, in der man relativ schnell über das Frontend iterieren kann, ohne jedes Mal es in den Backend-Browser legen zu müssen. Aber für das eigentliche Deployment ist es relativ einfach, weil ich mir diesen einen Server hinstelle und der mir sozusagen alles ausliefert. Wenn Skalierbarkeit und das unabhängige Updaten von Frontend und Backend sehr wichtig werden, dann sollte man darüber nachdenken, das aufzuteilen. Also das Frontend als separaten Server hinzustellen, das Backend als separaten Server hinzustellen und damit mit Routing-Regeln zu arbeiten oder mit Weiterleitungswegen oder so in Richtung. Das gibt eine Möglichkeit zu sagen, für mich das Angular oder das Frontend, die Frontend-UI updaten, ohne den Server neu starten zu müssen. Oder ich kann auf User-Anfragen oder auf erhöhte Rechenlast reagieren, indem ich ein Cluster von Backend-Servern oder ein Cluster von Frontend-Servern deploy und dann bestimmte Lasten abzufangen. In beiden Fällen ist es so, dass ich zwischen meiner Backend-Welt und meiner Frontend-Welt hin und her switchen, was bedeuten kann. Ich habe die JavaScript-Experten auf der einen Seite, die das Frontend machen, und die C-Sharp- oder Java-Experten auf der anderen Seite, die das Backend machen. Das ist typisch für den Webbereich. Das ist auch
das völlig Normale sozusagen. Es gibt allerdings auch Bemühungen, das aufzulösen und eine kohärente Entwicklungsumgebung zu haben, in der ich einmal ein Datenmodell festlege, das dann von der Datenbank übers Backend zum Frontend gilt. So ein Framework ist zum Beispiel Meteor. Das ist ein Framework, das auf JavaScript und auf Node.js basiert und das es mir erlaubt, wirklich einmal nur den Code zu schreiben und der wird dann automatisch überführt in einen Backend-Server und einen Frontend-Server, die ich dann automatisiert deployen kann. Hier habe ich also eine Umgebung, eine Welt, in der ich alles mache. Nachteil wiederum, oder was heißt Nachteil, man legt sich im Prinzip auf ein Produkt oder auf eine Welt in dieser Hinsicht fest und andere Komponenten, die man vielleicht an Programmiersprachen geschrieben hat, zu denen muss man dann eben eine Brücke bauen. Aber es ist trotzdem eine interessante Entwicklung, die es auch hier, denke ich mal, gilt, im Auge zu behalten, weil je wichtiger Webanwendungen werden, umso größer wird auch, glaube ich, der Schmerz darin, zwischen verschiedenen Welten hin und her zu switchen. Und deswegen kann es interessant sein, Frameworks zu verwenden, die es erlauben, alles in einer Welt sozusagen zu machen. Ja, unabhängig davon, ob man Server-Side oder Client-Side-Rendering verwendet, kann es Use-Cases geben, gerade im Bereich Visualisierung, wo man trotzdem auf JavaScript-Bibliotheken zurückgreifen möchte, um bestimmte User-Anforderungen zu erfüllen. Das Thema Visualisierung ist dabei sicherlich ein ganz großes. Es gibt aber auch andere Use-Cases hinsichtlich Steuerung mit Pfeiltasten, Keyboard, Sounderfassung oder was auch immer, wo Programmcode im Browser helfen kann, bestimmte Dinge verarbeiten zu können. Hier gibt es noch viel mehr als bei den klassischen Client-Side-Rendering-Frameworks und die Message, die ich mit dieser Seite vor allen Dingen raussenden möchte, bevor Sie anfangen, irgendwas von Grund auf mit den Basistools von JavaScript zu machen, gucken Sie erstmal lieber, ob es nicht irgendwie schon ein JavaScript-Framework dafür gibt, das Ihnen einen Großteil der Arbeit abnimmt. Gerade im Visualisierungsbereich gibt es da nämlich schon sehr viel. Hervorheben möchte ich D3JS. Das ist eine relativ generische Grafikbibliothek, die sich dann immer eignet, wenn es darum geht, individuelle Visualisierungen zu implementieren. Das kann zum Beispiel eine Visualisierung sein, in irgendeiner Form die eigenen Gebäude, die eigene Infrastruktur oder eigene Produkte widerspiegelt. Zum Beispiel für eine Konfiguration von irgendwelchen Fräsvorgängen oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn es irgendwie eine Anforderung ist, wo man sagen würde, da gibt es kein Template sozusagen noch für, dann ist es interessant, auf D3JS zu schauen, was einem viele Aufgaben im Bereich Objekte darstellen abnimmt. Aber auch im Bereich Animation. Das ist die Pfeiltaste. Ja, jetzt bin ich ein zu weit gesprungen. Was D3 dann nutzt, um Charts herzustellen, für Angular und React gibt es aber auch da schon fertige Komponenten, die auch die Angular und React-Syntax direkt aufgreifen, mit denen man dann also Charts noch viel einfacher in seine eigene Anwendung einbinden kann. Ja, und neben Visualisierung gibt es auch andere Use Cases, für die man sich JavaScript-Bibliotheken reinholen kann. TensorFlow ist zum Beispiel im Bereich Machine Learning ziemlich bekannt und TensorFlow kann man auch im Browser laufen lassen mit TensorFlow.js. Das kann zum Beispiel interessant sein, wenn man eine Anforderung hat, Objekte, visuelle Codes oder Gesten zu erkennen, um damit etwas zu steuern oder Signale zu triggern oder eine Auswertung stattfinden zu lassen. Ein anderer Use Case könnte auch sein, dass man grundsätzlich einen Classifier entwickeln möchte, der in irgendeiner Form in der Lage ist, Dinge, Macken, Schäden, bestimmte Signale zu detektieren. Und das Training dieses Classifiers kann man mit Hilfe von TensorFlow.js effizienter im Browser gestalten, bis man das neuronale Netz hat, was man braucht, was dann vielleicht irgendwo anders wieder laufen kann. Aber auch hier hat man im Prinzip die Möglichkeit, bestimmte Machine Learning-Verfahren entweder wirklich anzuwenden oder im Browser zu entwickeln. Ja, und der letzte Punkt, den ich noch kurz zeigen möchte, ist etwas, was erstaunlicherweise gar nicht so bekannt ist, obwohl es mittlerweile in allen Browsern implementiert ist.
Browser können mittlerweile 4 Sprachen verstehen. Das ist HTML, CSS, JavaScript und als vierte mittlerweile WebAssembly. WebAssembly ist Bytecode, der aus C, C++ und mittlerweile auch anderen Sprachen wie C-Sharp oder Java kommen kann, der dann im Browser in so einer Art geschützten Umgebung läuft. Und das gibt eine Möglichkeit, C-Code, den man bereits zum Beispiel hat, den man gar nicht konvertieren möchte oder nicht in JavaScript übersetzen möchte, dass man den als Binärcode zum Browser schickt, um dort laufen zu lassen und sich damit Latenzzeiten zum Server zu sparen. In einem Projekt, in dem ich involviert war, ging es zum Beispiel darum, dass wenn ein Kunde oder ein Gast in ein Unternehmen reinkommt, er sich an der Rezeption mit einem Webcam-Bild registrieren muss. Das Webcam-Bild wird erfasst, das Gesicht automatisch erkannt, auch ein Ausweis gedruckt und den Ausweis bekommt dann der Gast und kann sich damit am Unternehmen bewegen. Das haben wir hier mit einer Webanwendung gestrickt, die so etwas Ähnliches wie OpenCV verwendet hat, also eine C-Sharp und eine C-Bibliothek mit einem Gesichtserkennungsalgorithmus, der dann im Browser der JavaScript-Komponente noch gesagt hatte, in diesem Rechteck ist das Gesicht und dann konnte JavaScript sozusagen an der Stelle übernehmen, das Gesicht erstmal markieren und eben Informationen bereitstellen, um dann auch nur gezielt das Gesicht auszukopieren und zum Drucker zu schicken. Und da kam ein Use Case, das war ein Use Case, wo wir eben auf fertige C-Bibliotheken zurückgreifen konnten, um die Gesichtserkennung zu bewerkstelligen. Gut, damit schließe ich den Teil, wie kommen Inhalte zum Frontend und was kann man auf dem Frontend alles machen. Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zum Backend und zu den Implikationen sagen, die es mit sich bringt, wenn man Webanwendungen strickt. Grundsätzlich ist es so, wie bei vielen anderen Bereichen auch, dass man natürlich durch einen Server einen zentralen Punkt hat, auf dem man die Anwendung laufen lässt und auf den alle zugreifen. Hier bekommt also der Server, das Produktionssystem, eine besondere Rolle zu, weil man darüber natürlich auch einiges schief machen kann. Das heißt, wenn man sich mit dem Ausliefern von Webanwendungen beschäftigt, dann muss man sich auch damit beschäftigen, wie sieht meine Umgebung aus, in der ich das möglich mache. Das bedeutet zum einen, dass Entwickler natürlich auch eine Möglichkeit brauchen, relativ realitätsnah entwickeln zu können. Eventuell brauchen sie Zugriff auf Schnittstellen wie das SAP-System oder das MES-System, um effizient testen zu können. Ich brauche aber vielleicht auch eine Umgebung oder eine Möglichkeit, Dinge probeweise zu stagen und schnell auszutauschen, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht und dann auch zurücktauschen zu können. Also hier gibt es Infrastrukturfragen, mit denen man sich beschäftigen sollte, um ein Produktionssystem erstens hinstellen zu können, aber eben auch effizient warten und aktualisieren zu können. Und ein technischer Weg, der dabei interessant ist und der mittlerweile seit über 20 Jahren verfolgt wird, ist, Infrastruktur zu virtualisieren, um sie schnell und reproduzierbar wieder aufsetzbar zu machen. Das wird auch heute natürlich immer noch im großen Maßstab verwendet. In den letzten 7 Jahren haben allerdings Docker-Container enorm an Popularität gewonnen. Docker-Container kapseln C-Groups-Mechanismen von Linux und vereinfacht gesagt ist es so, dass Prozesse damit eine sehr eingeschränkte Sichtbarkeit und eingeschränkte Rechte auf das Betriebssystem und auf die Dinge, die daran passieren, bekommen. Dadurch laufen Prozesse im Docker-Container zwar immer noch auf der echten Hardware, auf dem echten Betriebssystem, aber bestimmte Sichtbarkeitsregeln haben einen gleichen Effekt wie eine virtualisierte Umgebung. Und das bedeutet, dass ich mit Docker-Containern sehr isoliert Prozesse starten kann, ohne den Overhead von virtuellen Betriebssystemen zu haben. Die Art, wie Docker das verpackt, ist so geschickt und einfach gemacht für Benutzer, dass Docker dadurch sehr an Popularität gewonnen haben und sich ein unglaubliches Ökosystem darum entwickelt hat. Mittlerweile kann man sich auf Docker Hub unzählige Datenbanken, Programme, Management-Tools quasi per Mausklick oder per Kommandozeilen-Argument runterladen und zum Laufen bekommen, weshalb sich hier eine Art
Software zu deployen entwickelt hat, die nochmal über das hinausgeht, was man typischerweise mit virtuellen Maschinen macht. Mittlerweile ist es so, dass man eher in der Kategorie denkt, eine Anwendung aus verschiedenen Docker-Containern zusammenzubauen. Also ich habe meine Datenbank, mein Backend-Server, mein Frontend, mein Monitoring-Tools. Das stecke ich zusammen und es ist die Docker-Ebene, auf der ich ausdrücke, wie Dinge miteinander kommunizieren. Und wenn ich dabei verschiedene Rechner verwende, auf denen verschiedene Docker-Container laufen, dann muss ich natürlich gucken, dass ich das irgendwie manage. Und dafür gibt es so Frameworks wie Kubernetes oder Docker Swarm oder OpenShift. Kubernetes ist hier sicherlich das bekannteste Unternehmen. Hier nur also ganz kurz die Message, dass wenn man typischerweise eine Webanwendung verschiedene Prozesse startet und miteinander kommunizieren lässt, dass hier Docker eine ganz gute Möglichkeit sein kann, Dinge zu kapseln und auf Meta-Level zusammenzustecken und damit effizienter zu administrieren, als wenn man sich auf die einzelnen Technologien der einzelnen Komponente einlassen muss. Ein anderer Bereich, der jetzt nicht unbedingt etwas inhärent mit Web zu tun hat, aber der sehr stark von Web getrieben ist, ist das Thema Monitoring und Zeitserienerfassung und Datenerfassung. Das geht sicherlich einher damit, dass die typischen Webanwendungen Dinge sind, die mit sehr vielen anderen Schnittstellen kommunizieren. Ich also da mit sehr vielen Dingen kommunizieren muss, bei denen ich wissen muss, dass sie auch funktionieren, dass da nichts schief läuft. Aber Sie wissen sicherlich alle, dass im Zuge des Schlagworts Industrie 4.0 und Big Data das Thema Zeitserienerfassung, Datenauswertung auch über Web hinaus an Bedeutung gewonnen hat. Die großen Tools, die man so kennt, Grafana, Kibana zum Beispiel, sind Web-Anwendungen, also sieht man auch, woher es dann nochmal kommt. Und im Prinzip sind die alle nach dem gleichen Schema aufgebaut. Es gibt immer diesen Aspekt Datenerfassung. Hier sind typischerweise kleine Hintergrund-Daemons am Werk, die Metriken messen, aufnehmen und in eine Datenbank schicken. Und von da aus geht es dann meistens auf einer Web-Oberfläche weiter, wo man durch mehrere Schritte geleitet wird, in denen man auf die Daten zugreift, diese zunächst erstmal filtert. Also ich möchte zum Beispiel Daten von einem bestimmten Zeitraum sehen, von einer bestimmten Maschine, von einem bestimmten User. Wenn ich diese Filterung vorgenommen habe, mache ich darauf eine Aggregation. Also ich beantworte die Frage, möchte ich Mittelwerte sehen, Summen, Maxima, Minima und entscheide mich dann für eine Visualisierung. Und diese Visualisierung speichere ich jetzt ab und lege sie zu einem Dashboard zusammen. Und Tools wie eben Grafana und Kibana sind genau eben darauf ausgelegt, über das Cover das Filtern zu übernehmen. Visualize macht Filter und Aggregation. Discover macht Filterung, Visualize macht Aggregation und Visualisierung und im Dashboard stelle ich dann das Dashboard zusammen. Und hier gibt es viele Strukturen, viele Stacks, die man aufsetzen kann. Am bekanntesten sicherlich der Elastic Stack und der Tick Stack. Elastic Stack war auch vorher als Elk Stack bekannt, was ein Akronym ist für Elasticsearch, Logstash und Kibana. Mittlerweile wird er Elastic Stack genannt, weil damit die ganze Elastic-Familie dann sozusagen gemeint ist. Dazu kommen nämlich noch diese Beats hier, das sind diese Daemons, die Daten in die Datenbank schicken. Logstash strukturiert die immer vor, sondern werden in die Datenbank geschickt und dann eben visualisiert. Und der andere Stack, der auch so als Schlagwort bekannt ist, ist der Tick-Stack, bestehend aus Telegraph, InfluxDB als die Datenbank, Chronograph zur Visualisierung und Kapazitor, um Events und Signale zu generieren, um auf Alarme zum Beispiel reagieren. InfluxDB ist immer dann Zahlen, um diese zu aggregieren oder mit denen eher in Form von, ja, von Aggregationen, von Zusammenfassungen zu betreiben. Elasticsearch kann das alles auch. Elasticsearch kann aber auch sehr gut mit Textnachrichten umgehen und ist deshalb besonders gut geeignet, um Log-Nachrichten zu sammeln und durchsuchbar zu machen. In meinen eigenen Projekten fand ich es interessant, Elasticsearch in größeren Deployments zu verwenden, weil wir hier alle Log-Nachrichten nach Elastic gepumpt haben und immer gezielt nach Error-Meldungen gesucht haben. Das erlaubt es, uns zu sehen,
wo ein Fehler im System als erstes aufpoppte und wie er dann durch das ganze System propagierte. Und das ist natürlich ein gutes Mittel, um den Root Cause einer Fehlerkette zu identifizieren und wirklich zu verstehen, was genau hier zeitlich passiert. Der Nachteil von Elasticsearch ist, dass es sehr memory-lastig ist. Das heißt, wenn man auf die speziellen Textmöglichkeiten von Elasticsearch verzichten kann, bietet sich hier sicherlich InfluxDB als schlanke Alternative an. Aber wie gesagt, für die Auswertung von Logdateien und von großen Textmengen ist Elasticsearch sicherlich die bessere Wahl. Ja, und damit komme ich auch zum Ende meiner Übersicht. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei war und Sie grob eine Orientierung bekommen haben, welche JavaScript-Frameworks es gibt, welche Ecken im Web-Deployment es gibt und wie das backendseitige Deployment zu denken und anzugehen ist, und würde es an dieser Stelle wieder an Michael übergeben. Ja, vielen Dank, Martin. Das war ein umfassender, guter Überblick über den bunten Blumenstrauß an Technologien rund um das Thema Web. Da stellt sich dann natürlich die Frage, okay, jetzt haben wir einen Überblick, was ist denn jetzt eigentlich, was machen wir jetzt? Und das ist nochmal eine Botschaft, die ich mitgeben möchte an der Stelle. Natürlich mit einem klaren Fokus auf das Thema Anforderungen. Alles, was rund ums Web ist, ist eine Lösung. Web ist auch nicht immer die Lösung. Es gibt immer noch genug Anwendungsfälle, wo die klassische PC-Anwendung entwickelt wird. Es gibt die App-Welt, es gibt da ganz verschiedene Ansätze und Web ist halt Teil des Ganzen. Und um herauszufinden, was jetzt der richtige Weg ist, ist eigentlich immer die Anforderung der Schlüssel. Und auch bei agilen Welten sollte das nicht zu kurz kommen, dass man sich zu Beginn eines jeden Projektes, eines Produktes, einer Entwicklung darüber Gedanken macht, welches Ziel verfolge ich eigentlich, welchen auch geschäftlichen Mehrwert möchte ich eigentlich generieren und was sind die Anforderungen, die ich dort stelle, zum einen aus dem Bereich funktional und nicht funktional, also ganz klassisch, aber auch immer mehr im Fokus der Bediener selbst. Also wir haben zum Beispiel an einer Maschine, an einer Anlage, ja durchaus unterschiedliche Benutzergruppen und der Fertigungsmitarbeiter braucht wahrscheinlich eine andere Oberfläche als der Servicetechniker oder der Inbetriebnehmer. Und auch hier auf diesem Level schon Anforderungen zu sammeln, die für die Benutzung der Software ideal sind, damit der User genau das, was er tun muss in seinem Nutzungskontext, dann auch tun kann und nicht durch andere Dinge aufgehalten wird, die es kompliziert machen. Wenn ich das dann gesammelt habe im Product Backlog, dann geht eigentlich der Software-Architekt über und entwirft einmal auch analog wie im Hausbau eine grobe Konstruktion. Ne, wie viele Räume, wie viele Türen, wie viele Fenster. Und zu diesem Stadium plant noch niemand Steckdosen, um auch mal so auf das Thema Granularität einzugehen. Und auf der Basis wird dann die angemessene Technologie ausgewählt, was dann zum Beispiel eine Webtechnologie sein könnte, wenn die Anforderungen dazu passen. Und damit sind dann eigentlich die Systemleitplanken, wie wir es mal genannt haben, sind damit erfasst. Klingt in Summe auch akademischer, als es ist. Also so ein Prozess kann man durchaus in ein, zwei Wochen auch abwickeln, um dann letztendlich in eine iterative Entwicklung zu gehen und die Anforderungen nach und nach umzusetzen, Feedback zu geben und letztendlich das Produkt auch wachsen zu lassen. Und genau um diese Leitplanken eben pragmatisch, aber dennoch methodisch und strukturiert festzulegen und zu erfassen, haben wir da mit unserem Consulting-Ansatz das Grundlagenpaket geschaffen, aus dem ich mir modular mein Segment auslösen kann, was ich gerade brauche. Ich werde mich mit all diesen Domänen so oder so im Projekt beschäftigen. Also die Anforderung kommt irgendwann immer. Im Idealfall kommt sie relativ frühzeitig. Wo noch nicht programmiert wurde, kommt sie relativ spät zum Projektende, dann kann es sehr teuer werden. Damit kann ich nämlich, wenn ich es rechtzeitig mit vernünftigen Mitteln tue, Risiken rausnehmen aus dem Projekt, Projektlaufzeiten verkürzen, dadurch, dass ich nicht so viel Nacharbeit habe, den Projektnutzen erhöhen, auch in Kombination mit Anwenderakzeptanz steigern, weil das System kann noch so schön und noch so toll sein, wenn es die Anwender nicht akzeptieren, habe ich ein Problem.
und sicherstellen, dass halt genau das erreicht wird zu auch idealerweise den Kosten, die kalkuliert wurden, um da zum Ziel zu kommen. Ja, und damit wären wir auch am Ende dieser Runde. Für alle Fragen, die auftauchen, stehen wir Ihnen da gerne zur Verfügung. Sie können uns sowohl eine E-Mail schreiben, als uns auch anrufen oder sonstige Kontaktmöglichkeiten mit unserem Unternehmen dort nutzen. Und ja, wir freuen uns, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren, dass das Thema Sie interessiert hat. Wir hätten dann gerne noch Ihr Feedback und verabschieden uns dann in den Rest der Woche, die noch ein bisschen sonnig sein soll. Danken uns und bis zum nächsten Mal zum Diginar.